Das ist ja das. Wenn es dort eine Aufziehstation für den Vätermechanismus gibt, dann war ja Hans Vorarlberg eigentlich schon hier. Haben Sie herausgefunden, wie man in die Höhle kommt, Kate Walker? Noch nicht, Oscar. Nun gut. Und noch die U-Call. Ich habe das Gefühl, die Yukol haben Angst vor Ihnen, Oscar. Ach, und warum? Ich habe keine Angst vor Ihnen. Die haben sicher noch nie einen so vollendeten Automaten gesehen. Vermutlich. So Typen wie mich trifft man nicht alle Tage. Ich gehe los, Oscar. Ich warte auf Sie, Kate Walker. Gar nicht dick aufgetragen. Irgendwie habe ich es gefühlt, das hat er auch so ein bisschen mit Stolz gesagt. Gut, Oscar ist auch durch. Dann mal zurück zu den... Halt, bevor ich zu den U-Call gehe, gucke ich erstmal, ob ich da hier mit dem Seil nochmal was machen kann. Aber nein. Dann rede ich doch mal mit den U-Call. Guten Tag. Konukmat. Tuk tut. Ah, nee, bringt nichts. Ja, so ein Bockmist aber auch. Okay, dann mal rein in die Höhle. Kann ich hier auf die Schienen? Nein, kann ich nicht. Aber hier ist ja die Seilwinde. Vielleicht muss ich da mit der Seilwinde was machen. Ist nichts. Hier komme ich. Ah, halt, 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 halt. Ich guck mal, ob ich da oben was mit der Seilwinde machen kann. Aber ein Hebel klemmt ja. Der hier klemmt. Das Ding klemmt. Und nur der hier geht. Und es bringt ja nichts. Korken, nein. Schleuder, nein. Eine Gräte, erst recht nicht. Auch nicht. Hier kann ich noch nichts machen. Dann gehe ich mal die Leiter runter und guck, wo ich sonst noch was machen kann. Ich habe das Gefühl, ich werde sowas von planlos und ratlos hier Ewigkeiten brauchen. Und bevor ich das vergesse, wir haben übrigens schon beinahe die Hälfte des Spiels haben wir schon hinter uns. Also es überrascht mich. Aber ich glaube, ich werde hier so viel Zeit kaputt machen, weil ich wieder mal was übersehe oder wegen irgendwas anderem. Hier ist nur der Yuki. Hier war ja die Wasserflasche. Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Tut's auch so. Vielleicht kann ich jetzt mit dem Häuptling sprechen, dass der seinen Ranzen oder seinen Hintern mal mitbewegt und dass er denen die Anweisungen gibt, dass sie sich nicht so anstellen sollen. Guten Tag. Genug mag Kate Walker. Ja. Eure Männer scheinen sich vor Oscar, dem Zugführer, zu fürchten.
Jukol Angst, Metallmann. Böser Geist. Wenn Metallmann draußen, Jukol nicht wollen raus. Leben Sie wohl, großer Häuptling. Ich kehre zu meinen Freunden zurück. Sie unser Gast, Kate Walker. Na, super. Guck ich mal noch rechts. Super, also die Yukol haben Angst vor Oscar. Hä? Was zum... Brauche ich vielleicht hier die Schleuder? Oh, Tatsache. Ach, hör auf. Wie gemein ist das denn? Das habe ich aber auch gerade nur gesehen, wo der Eiszapfen hier pendelte. Hans, du lieber Himmel. Ah, Fräulein Orca, wir dich gewartet. Was zum Henker? Oh, armer Hans. Ey, der tut mir leid. Mal gucken, ob ich hier was... Der Geist der Nacht ist dir wohlgesonnen. Gebetsmühle, okay. Also ich habe jetzt eigentlich von der Schamanin erwartet, dass er... Oder von der Medizinfrau. Aber gut, Schamanen und so, die sind ja eigentlich so ein bisschen älter, reifer, erfahrener, was weiß ich. Traumfänger. Ach ey. Jukolmas. Nur das Antlitz des guten Geistes kann die Sympathien anziehen. Er muss zum Lachen bringen. Die Alte hat sie nicht mal alle beieinander, oder? Auf jeden Fall haben wir eine Jukol-Maske. Oh ja, mal Hans. Mein Gott, Hans, was ist denn hier los? Mein Gott, Hans. Ja, ist schon gut. Ah, Fräulein Kate Walker! Die klingt wie eine Hexe, ne? Sie kennen mich? Schon lange hier erwartet. Aber woher kennen Sie meinen Namen? Tuk tut! Magie von Ohren! Magie der Ohren? Fräulein Walker sprechen im Schlaf! Ach so. Ja. Was ist eigentlich mit Hans? Das ist eher wichtiger. Was ist mit Hans geschehen? Yukol gefunden Hans alleine in Schnee. Er ist sehr schwach. Schläft er? Hans in andere Welt. Welt von Träume. Was wollen Sie damit sagen? Er... Hans unterwegs zu Reich der Ahnen. Das kann nicht sein. Hans geben auf, Kampf. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben. Ein Arzt. Sinnlos, Fräulein Walker. Hans will nicht mehr. Ach je. Dieser große weiße Vogel. Ich glaube, er folgt mir seit Romansburg. Schneeeule. Schutzgeist in Legenden der Yukol. Wenn er uns schon so lange gefolgt ist, sind wir bestimmt auf dem richtigen Weg. Kann sein, Fräulein Walker. Aber es ist nur ein Vogel. Ich hoffe nicht. Ich würde gern an die Legenden glauben.
Also die Alte hat doch wirklich einen Sprung in der Schüssel, hey. Naja, auf jeden Fall, wir haben eine Mission. Wir müssen unbedingt einen Weg finden, Hans zu heilen. Spät, Fräulein Walker! Sehr spät! Na super. Erzählen Sie mir vom langen Tunnel der Träume. Tunnel der Träume, vor Reich der Ahnen. Gibt es eine Möglichkeit, Hans aus diesem vermaledeiten Tunnel zu holen? Nicht möglich, Fräulein Walker. Hans gegangen allein in Tunnel. Will nicht zurück. Irgendwie muss man ihn doch zur Vernunft bringen können. Einziger Weg ist in Tunnel gehen mit Hans sprechen. Aber sehr, sehr gefährlich. Muss ihm gut kennen. Sonst du bleiben auch dort, Fräulein Walker. Ich kenne ihn. Ich werde ihn überreden. Sehr gefährlich. Du vielleicht nicht kommen zurück, Fräulein Walker. Was soll's. Ich riskier's. Und wie gelangt man zu den Träumen? Ah, alte Rezept von Jukol. Können Sie es zubereiten? Nicht möglich. Es fehlen etwas. Und was? Frucht von Tore von Geist. Was ist das? Kleine rote Frucht von lachendem Baum. Vom lachenden Baum. Wo ist hier einer? Lachende Baum gibt's nichts mehr. Alle gestorben seit langer Zeit. Lachende Baum in Reich der Ahnen. Aber einer muss doch noch übrig sein, oder? Wenn ich Hans aus dem langen Tunnel der Träume zurückholen will, muss ich die Frucht des Geistertores finden. Stimmt's? Ah, genau. Bis nachher.